Die Firma Niebling hat etwas Neues herausgebracht. Und zwar hatten wir das Thema, dass die Standardbürsten, wie sie die Firma Niebling herausbringt, das ist sie, nicht bei einem Revolver verwendet werden können. Das hat einfach den Grund, dass die Bürste an sich zu lang ist, als dass sie von hinten in den Konus eingeführt und sauber durchgezogen werden kann. Sie ist einfach zu lang gewesen und deshalb hatte ich vorgeschlagen, dass es sinnvoll wäre, Bürsten herauszubringen, die ein gutes Stück kürzer sind, damit wir sie eben von hinten in Schussrichtung durch den Lauf ziehen können. Und dieser Bitte ist die Firma Niebling auch nachgekommen. Es gab ein paar Zwischenmuster, die waren noch ein Stückchen zu lang gewesen und dann kam tatsächlich die richtige Größe. Und zwar, hier ist sie. Sie gibt es derzeit in drei verschiedenen Kalibern. Hier ist sie Kaliber 9 mm, schräger 38-357. Wir haben Kaliber .40 und .45. Also in dem Sinn die gängigen Kurzwaffenkaliber, die wir haben, auch für den Bereich des Revolvers. Und dann gibt es die Ölbürste noch. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie ich diese Bürsten verwenden kann. Ich kann natürlich zum einen den Original Putzstab nehmen, führe von vorne den Putzstab ein, schraube die Bürste ein und ziehe sie dann wieder durch. Das kann ich tun. Ich kann aber auch hier das Varioflex-System nehmen, schraube die Bürste ganz normal auf und dann gehe ich hin wie mit einem Bohrblitz, führe den Draht von hinten durch, fädle die Bürste ein und wir sehen, die geht wunderbar durch. Und sie lässt sich sehr schön durchziehen. Das kann man dann direkt mehrfach hintereinander machen. Bei diesem Video geht es jetzt nicht darum, die Waffe sauber zu machen, sondern die Bürste zu zeigen. Und ich ziehe sie wieder komplett durch. Funktioniert sehr, sehr schön. Im Vergleich zu den Standardbürsten wurde jetzt nicht nur die Bürste selber verkürzt, sondern auch die Gewindehülse bzw. das Gewindeteil. Das ist auch ein kleines Stückchen kürzer, wie man sieht, um eben durch den Revolver hinten vernünftig passen zu können. Diese Bürsten können ab sofort bestellt werden. Sie sind bereits in den aktuellen Katalog aufgenommen worden. Preis habe ich leider noch keinen, aber sie werden, denke ich mal, ein paar Cent günstiger schon sein als die Standardbürsten, die ja auch nicht wirklich sehr teuer sind. Von daher, ich kann euch das wärmstens empfehlen. Bestellen könnt ihr sie über die Shooters Corner in Butzbach, wie gehabt. Und die freuen sich auf jeden Fall auf eure Bestellung. Das sind die Kurzwaffenbürsten von der Firma Niebling, ganz neu herausgekommen und gerade erst auf der IWA vorgestellt und ganz frisch im Katalog aufgenommen worden.